Willkommen zurück zu Death Door. Wir machen uns gerade auf den Weg zu der großen Tür. Du hast mich wirklich auf Trab gehalten. Wenigstens ist es gut, wenn man etwas hat, worauf man sich konzentrieren kann. Die Toten auf die letzte Reise zu schicken, mag deprimierend erscheinen, aber mir gibt es immerhin einen Daseinszweck. Gut. Ich frage mich immer noch, was es mit ihm auf sich hat. Aber jetzt erstmal große Tür. Bestimmt kommen denn noch ein Haufen Levels. Kann ich mir vorstellen. Wobei das Spiel mit 8 Stunden ungefähr im Schnitt, je nachdem wie man durchkommt. Du hast es vollbracht. Du bist ein viel stärkerer Schnitter als ich. Ich hätte diese Riesenseele niemals allein bezwingen können. Jetzt ist die Zeit gekommen. Endlich. Lass uns diese Tür aufbrechen, Grünschnabel, und unsere Aufträge zu Ende bringen. Ich bin so gespannt. Und jetzt betreten wir die andere Seite. Wir wissen doch alle mittlerweile, was dahinter ist, nehme ich an. Da sind wir nun. Dies ist das Jenseits. Und es gibt hier keine Lebenszeichen. Ich möchte immer noch meine Seele haben. Hallo? Oh, neuer Charakter. Tod! Oh, okay. Bist du der Tod? Ich dachte, Geschichten über die ursprünglichen Schnitter seien nur so ein wirres Zeug, das die freien Krähen von sich geben. Tod. Ja, nun, das bin ich wohl. Das bin wohl ich. Also, wenn ihr gar nicht wusstet, dass es mich wirklich gibt, dann seid ihr wohl nicht gekommen, um mich zu retten, oder? Ich. Nein, tut mir leid, wir sind aus anderen Gründen hier. Vielleicht könntest du uns sogar helfen. Hä, das ist echt dreist. Aber na klar, ich meine. Das sind schon wenige Minuten, zusätzlich noch ein paar hundert Jahren. Also, warum seid ihr hier? Wie habt ihr es überhaupt geschafft, herzukommen? Wir suchen Seelen, welche die Tür des Todes, also deine, durchschritten haben. Wir sind dienstverpflichtete Schnitter. Wir benötigen diese Seelen, um unsere Aufträge zu erfüllen und unseren Stand bei der Kommission wieder ins Reine zu bringen. Sonst sterben wir nämlich. Oh, wie unangenehm. Nach Seelen könntet ihr hier lange suchen. Aber alle körperlosen Seelen, die durch diese Tür kommen, lösen sich im Äther auf. Die Seelenenergie muss wiederverwendet werden, um neues Leben zu erschaffen. Deshalb war ja meine Arbeit so wichtig, auch wenn die Lebenden mich dafür gehasst haben. Früher war ich immer unterwegs und habe die Seelen selbst geerntet. Anschließend habe ich sie mitgenommen hinter den Schleier. Aber das war so deprimierend. Nicht für die Seelen, denen ist das egal, aber für die Lebenden, die sie zurückließen. Ich wünschte, ich könnte sie wissen lassen, dass man vor dem Sterben keine Angst haben muss. Es gehört einfach zum Zyklus des Lebens. Ich gebe zu, im endlosen Lauf der Zeit hatte ich diesen Zyklus irgendwann bis oben hin satt. Dann kam eines Tages ein seltsames Wesen zu mir mit einem Vorschlag. Dieses Wesen konnte Portale erschaffen, Türen, die an jeden Ort auf der Welt führten. Es sagte, ein automatisiertes System könnte mithilfe einer solchen Tür das Einsammeln von Seelen übernehmen. Wenn die Tür offen stand,
würde sie die Seelen der Toten anziehen. Sozusagen eine Art Leuchtturm am Gestade des Äthers. Als Gegenleistung wollte es sein Leben verlängert haben. Also, eigentlich wollte es unsterblich werden, aber es geht natürlich nicht. Wenn sich eine Seele nach ihrem vorgesehenen Todeszeitpunkt zu lange weiter herumtreibt, bis sie gar nicht mehr mit ihrer Sterblichkeit bis sie gar nichts mehr mit ihrer Sterblichkeit verbindet, dann verdirbt sie und nimmt eine dämonische Form an. Alles Leben muss enden. Naja, irgendwann. Während ich mich also ausruhte, kamen und gingen mehrere Generationen dieser selbsternannten Lords der Tür und erfreuten sich ihrer unnatürlichen langen Lebenszeit. Am Ende fügte sich jeder von ihnen der Endlichkeit des Daseins und begab sich bereitwillig in den Äther. Solange, bis einer sich weigerte. Damit kommen wir zu eurem derzeitigen Lord der Tür. Am Ende seiner zugemessenen Lebensspanne hat euer Lord unsere bewährte Vereinbarung unterlaufen. Er meinte, es habe da einen Vorfall gegeben. Die Tür würde nicht mehr gut funktionieren und müsste neu erschaffen werden. Die Rekonstruktion der Tür erforderte angeblich die Berührung des Todes und die Tür mit dem Äther zu verbinden. Aber als diese neue Tür dann erschaffen und geöffnet war, stieß mich der Lord hinein und versiegelte sie von außen. Es gab kein Entkommen für mich. Und verirrte Seelen konnten nicht mehr in den Äther übergehen. Kein Tod mehr unter den Lebenden. Seitdem bin ich hier. Allein. Ganz allein. Aber meine Auftragsseele, die ist doch wohl hier. Die muss doch hier sein. Ich bin hier bis zu dieser Tür gefolgt. Irgendwie ist sie hier hineingelangt. Bist du sicher, dass sie nicht gesehen hast? Tut mir leid für dich. Wenn hier eine Seele ohne Körper ankommt, verschwindet sie in den Äther. Früher oder später muss alles, was beginnt, auch ein Ende haben. Dann gibt es also keine Hoffnung. Sie muss hier doch irgendwo sein. Nein, 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 nein. Ich habe so viele Jahre darauf verschwendet, nach dieser Seele zu suchen. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ich will aber nicht sterben. Oh boy. Hast du dein Mindesthaltbarkeitsdatum ein klein wenig überschritten? Die graue Krähe. Okay. Wir haben so viel durchgemacht und jetzt muss ich dich vernichten. Leider. Ah. Komm. Nach all dieser Zeit. Nach all dieser Zeit bist du mein größter Feind. Nein. Unser größter Feind kommt noch. Aber nicht jetzt. Könntest du bitte mal Schaden nehmen? Also so ein bisschen vielleicht, wenigstens etwas Damage und so. Ha. Traurigerweise habe ich mir den Bossfight indirekt gespoilert, als ich auf Twitter die Volva hatte geschrieben, was der Lieblings Bossfight ist und warum es denn nun die Hexe, also Oma, wäre. Und ich war dann
so schlau und habe auf diesen Tweet geklickt, warum auch immer. Ich gedacht habe, ich habe halt nicht gedacht, dass Leute da ernsthaft drunter schreiben, hey, mein Lieblingsbossfight ist der und der. Weil der Witz ja war, dass es darum geht, warum denn der Lieblingsbossfight halt dieser eine Charakter, der recht am Anfang kommt, wäre. Und natürlich haben dann Leute dann drunter geschrieben, ja, mein Lieblingsbossfight ist dieser und dieser Charakter. Sprich, ich habe dann gelesen, dass jemand den Bossfight hier drunter geschrieben hat. Also danach wusste ich denn, dass das ein Bossfight sein wird. Aber zum Glück habe ich nicht mehr mitbekommen. Deswegen, ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Gar nichts, bis auf das, was wir spielen. Und da bin ich auch schwierig froh drüber. Boah, dass er über mich galoppiert, macht mich so wütend. Jetzt brüll! Natürlich reicht der dem. Brüll! Natürlich ein schwarzes Loch, natürlich. Ungünstig. So. Das war's denn, alter Freund. Langsam neigt sich. Oh. Ein Ende. Könnt ihr mich Endruhe lassen? Ich finde es schön, dass wir hier unendlich laufen können. Ich hab zu. Es ist so gut, dass wir da einfach unendlich laufen können. Oh, das erinnert mich. Das erinnert mich so hart an diesen einen Bossfight aus Titan Souls. Der galoppiert immer über mich drüber. Das regt mich so auf. Ich hätte echt Magie skillen sollen. Angriff, Angriff, Angriff. Und wenn ich Zeit habe, ihn anzugreifen, schieße ich daneben. Das ist auch so typisch echt.
natürlich. Und jetzt... Ich habe übrigens Geschwindigkeit geskillt vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Damit ich ein bisschen schneller hier wegkomme, falls was ist. Und immer schön ausweichen zwischendurch. Okay, zielen. Zielen. Und daneben schießen. Gut, gut, immer daneben schießen. Feuer. Dann nehme ich wohl die langsame Route und... versuche halt lieber... Als ob der... jetzt diesen Angriff macht... in dem Moment, wo ich ihn nicht gebrauchen kann. Obwohl ich ihn noch nicht mal so krass getroffen habe jetzt. Ich liebe es. Du hast die ganze Zeit deine Vorgehensweise, wie du mit dem Boss kämpfst. Und dann macht der Boss auf einmal einen Skill, den er erst später gemacht hat. Und wirft dich komplett aus der Bahn. Er ist geschafft. Leb wohl. Puh. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es hier ist, dass ich einen frischen Luftzug verspürt oder gesehen habe. Ich meine, überhaupt etwas gesehen habe. Man weiß Dinge bekanntlich erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das habe ich bei meiner Arbeit oft erlebt. Aber bevor euer Lord der Türen mich weggesperrt hat, dachte ich nie, dass es mal auf mich zutreffen könnte. Es tut mir leid, was gerade mit deinem großen, gefiederten Freund passiert ist. Viele Lebenden ist es immer hart, die Toten gehen zu lassen. Noch härter ist es, sie selber ernten zu müssen. Ich kann das Gefühl irgendwie verstehen. Auch wenn das nicht deine Absicht war, hast du mir gerade einen großen Gefallen getan, Krähe. Aber das alles ist noch nicht ganz vorbei. Die Tür wurde zwar zerstört, aber meine Macht ist leider immer noch in ihren Trümmern gefangen. Ein Teil meiner eigenen Seele wurde eingesetzt, um die Tür zu erschaffen, und den muss ich wieder haben, bevor ich wieder meine Arbeit tun kann. Das heißt, wenn wir diesen Zyklus beenden wollen, muss jemand anderes den Lord der Türen ausschalten. Du rätst nie, wer das ist. Ich werde nie wieder Abmachungen treffen, so viel steht fest.
Geh zurück in dein Büro und ernte die Seele deines Arbeitgebers, Krähe. Und vergiss nicht, du hast den Tod auf deiner Seite. Ich halte mich hier bereit, bis du fertig bist. Okay. Gut, dann war's das für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's endlich los und wir holen uns den Lord der den Lord der Türen und beenden das Ganze. Danke fürs Zusehen. Bis morgen.